Wir gucken uns jetzt mal eure Discord-Posts an. Hi, geht's euch gut? Schön, dass ihr da seid. Wir haben einen eigenen Discord-Channel, wer da noch nicht drauf ist. Es ist sehr, 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 sehr cozy. Wir begrüßen uns da immer, wir quatschen so ein bisschen. Das ist so unser Pappenheimer-Treff und wer Bock hat, kann gerne mit dazukommen. Und wenn ihr nicht mit dazukommen wollt, dann wollt ihr auch keine wahren Pappenheimer sein. Da sind nämlich einige Sachen schon reingekommen und ich möchte heute mit euch einmal so komplett durchgehen, was wir da so drin haben. Das ist, erstmal sind wir hier in der Kategorie einfach tierisch. Okay, das ist mein allergrößter Schatz. Das ist mein Beziehungsersatz. Da hat die Geburtstag gehabt und da hat sie so einen kleinen Muffin bekommen. Den hat sie immer noch. Wartet mal. Gott, der sieht aber gar nicht mehr so gut aus. Der knistert so ein bisschen. Wir haben hier noch, ich finde, das ist so diese Standardkatze, ne? Also ohne was irgendwie wie böse zu sagen, aber es ist halt eine Standardkatze. Ist aber auch ein süßes Flausch hier. Das ist genauso wie Minka, das sind halt einfach so Standardkatzen. Die hast du halt überall an jeder Ecke. Seht ihr? Standardkatze. Oh, die sieht aber auch sehr freundlich aus. Oh, das ist auch ein sehr, sehr süßes Bild. Aber auch Standardkatzen. Nichts gegen eure Standardkatzen. Das hat nichts mit der Persönlichkeit zu tun. Schwarze Katzen finde ich besonders süß. Wer glaubt an den Aberglauben? Also wenn die unter einer Leiter durchgeht, dass das Unglück bringt. Was ist denn das für ein Flauschi? Das ist schon süß, ne? Das ist schon sau. Oh Gott, stellt euch mal vor, ihr habt so schwarze Sachen an und ahmt dieses Kätzchen und ihr habt dann alle Haare voll. Hier seht ihr einmal zwei Mäusels. Ich finde Mäusen finde ich so cool. Ich würde auch gerne eine Maus haben. Dann würde ich so Popcorn holen und würde mich hier hinsetzen und würde mal gucken, wer überlebt. Oder ob die überleben. Oder ob meine Katzen endlich mal ein bisschen Sport machen. Und nein, ich würde dafür sorgen, dass meine Katzen die nicht beißen. Dann laufe ich aber ganz schnell hinterher. Vor allem siehst du so die Katzen, also die Maus hin und her fliegen. Ich komme in die Hölle. Ich komme in die Hölle. Süß. Guck mal, da ist Luni hergekommen. Guck mal, wie süß Luni da noch war. Luni war aber richtig abgemagert. Also sie ist ja eine Britisch-Kurzhaar und wie ihr sehen könnt, sieht eine Britisch-Kurzhaar ist eigentlich viel fetter. Oh Gott. Aber die war viel zu dünn. Die hat bei mir richtig... Was ich euch die jetzt zeige, die ist richtig... Das ist eine Kugel geworden. Aber da ist sie noch so saudünn. Ach, Cutie, ne? Ist ja auch süß. Oh Gott, guck mal bitte an, wie knuffig der Hund aussieht. Das sieht richtig schön aus. Cool, wenn Hund und Katze sich verstehen. Finde ich sehr, sehr cool. Oh Gott, guckt euch mal den Hund an. Der Hund ist so richtig so, lass mich in Ruhe. Ich bin eigentlich voll genervt. Ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf. Und die Katze ist so, ne. Also mit dir will ich gar nicht erst eine Konversation führen. Und die ist aus sicherer Entfernung. Straight erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Hier, eine Ari, asiatischer Kater. Richtig cool. Man sieht das richtig so am Gesicht, ne, wie anders das ist. Also ich weiß nicht, also die Lebenslust ist ein bisschen, ich weiß nicht, so dieser Blick so sehr, ich weiß es nicht. Gut getroffen, ein sehr, sehr gutes Bild. Also ein Lob geht schon mal an den Fotografen raus, ein Grumpy Dog. Also ich glaube, vor denen hätte ich nachts Angst, wenn ich unterwegs bin. Hier haben wir wieder zwei Standardkatzen. Kann ich das nochmal im Browser öffnen? Oh, das sieht ja toll aus. Das Bild finde ich ja sau niedlich, ne? Oh, hier haben wir eine weiß-orange. Meine Katze macht das auch immer sehr gerne unter der Bettdecke sein. Die ist ja süß. Ist ein Hund. Für alle, die es nicht wissen oder erkennen, das ist ein Hund. Ein kleiner Schnuffel. Ein Schlafi-Schnuffel. Standardkatze. Der ist ja auch drollig. Auch die Musterung und die Farben finde ich klasse. 1000 Euro aufwärts aus Inter. Was? 1000 Euro kostet so ein Papagei. Hatten wir auch mal. Wir hatten auch so ähnliche Hunde hatten wir damals. Wir hatten auch damals zwei Hunde. Wisst ihr, an was mich die Ohren erinnern? Das ist aber nicht gemein gemeint, ne? Das ist so gemein. Aber die erinnern mich wirklich. Guckt euch das doch mal an. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Also Aquarium finde ich sehr cool. Easy Rider Minka ist eine 10. Ja, läuft. Auch sehr schön. Oh mein Gott. Oh, alleine das Halsband. Das ist aber eine krass schöne Katze, ne? Ich würde sagen, das ist ein Mix. Ich würde tatsächlich sagen, das ist ein Mix. Das finde ich knuffig. Alleine wegen dem Fokus kriegt das von mir eine 9. Sieht aus wie der Boss auf dem Hundespielplatz. Ist so. Ist so. Du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Wie, du willst deinen Haufen hier lassen? Dann gibt es aber hier gleich mal Ärger hier. Richtig, richtig schön.
Finde ich ganz, ganz toll. Sieht richtig, richtig schick aus. Mag ich ganz, ganz gerne live. Food Lovers gucken wir einmal kurz so quer durch. Boah. Ja gut, erstes Bild ist schon mal sehr, sehr gut. Ist der Lauginator gewesen. Ich weiß gar nicht, kennt jemand von euch noch den Lauginator? Lauginator war so bei McDonald's mal zur Wiesenzeit, war das mal ein ganz, ganz beliebter Burger. Und Der war halt mit Laugenbrötchen, Torten. Ne? Ich bewundere die Leute, die so diese Torten so machen. Uiuiuiui, das ist aber hier, das ist aber was für die Hüften. Oh, das sieht aber gut aus. Marshmallows. Das ist auch böse, ne? Wenn du sowas siehst. So, du bist gerade so am Abnehmen, du möchtest so richtig gesund dich ernähren und dann siehst du sowas. Also, das sieht ja lecker aus. Das finde ich ja bei Restaurants, sieht es ja meistens immer richtig lecker aus. Aber das ist meistens so eine kleine Mahlzeit, wenn du bei so einem Etepetit-Restaurant bist. Das reicht einfach nicht. Das sieht auch lecker aus, oder? Safe, ich kann euch 1:1 sagen, das wurde von Pinterest abkopiert, also nachgemacht. Das wurde nachgemacht von Pinterest. Weil bei Pinterest kriegst du immer genau solche Vorschläge und dann kannst du es gut nachmachen. Sehr nice, Ben & Jerry's Eis, sehr gut. Geile Abkühle. Toffee Coconut, sehr, sehr lecker. Kennt ihr die? Habt ihr die mal probiert? Anders wild. Guck mal, da habe ich auch mal gekocht. Ich hab extra euch ein Foto gemacht, wo der noch in der Form ist, weil ich ganz genau wusste, dass wenn ich die Form löse, der zerfällt. Und was ist passiert, als ich die Form gelöst habe? Er ist zerfallen. Ich habe nämlich zwei rechte Finger oder zwei linke Hände. Zwei linke Hände, zwei rechte Hände, keine Ahnung. Zwei linke Hände, ich krieg sowas nicht hin. Das ist ein Cheeseburger-Kuchen. Also man kam auf die Idee, okay, ich mache einen Kuchen, aber als Cheeseburger. Finde ich auch wild. Finde ich sehr gut. Okay, wir gucken uns als letztes die Memes an. Komm, mein Junge, ich fahre dich zur Schule. Ja, das ist schon so ein Auto. Nein, danke. Ich laufe lieber, es regnet ja kaum. Oh Gott. Aber hey, verstehe gar nicht, was an dem Auto auszusetzen ist, oder? Der gute Fiat Multipla. Also wirklich, verstehe ich nicht. Unser Therapierund für die Gruppe. Habe ihm mal alles erzählt. Guckt euch diesen epischen Blick an. Der Blick ist auch sehr, sehr gut. Ich hasse meinen Job. Wie Frauen sich fühlen, wenn jemand ihnen sagt, du siehst aus wie dein Vater, ey. Absolut, oh, ich fühle das so sehr. Ich fühle das so sehr. Ich bin so froh, dass mein Dad damals Milch holen gegangen ist und nie wieder gekommen ist und mir sowas nicht passiert. Oh Gott. Klassischer Spam-Ordner bei Frauen. Also, ich sag euch eins. Es ist 1:1 so. Es ist 1:1. Ihr glaubt das nicht. Ihr glaubt. Also, ich krieg so oft solche Nachrichten, die so tosseln. Ich und meine Kollegen, wenn wir nichts zu tun haben und der Chef reinflasst. Ja, kennen wir alle, oder safe? Als Kind wollte ich immer Simba sein. Jetzt bin ich die dritte zurückgebliebene Hyäne. Oh ja. Ja doch, das fühle ich. Absolut. Sehe mich auch da. Ich, nachdem ich 3 Stunden geschlafen habe. Schön. Ich habe euch auch sehr, sehr gerne. Ich habe euch sehr, sehr gerne. Das habe ich gerade sehr hart getroffen. Also wirklich jetzt hier. Nee. Das fand ich jetzt aber nicht schön. Würde mich super freuen, wenn ihr noch mal ein paar Discord-Bilder reinpostet ins Sneakergramm. Bei uns heißt das Sneakergramm. Da gibt es halt verschiedene Kategorien. Und da können wir immer mal schauen. Aktuell suchen wir noch Bilder von Gaming-Zimmern. Vielleicht habt ihr ja auch ein Büro, was ihr zeigen wollt. Oder so genereller Arbeitsplatz. Es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut. Und mal eure Bilder postet. Es war mir wieder eine wunderbare Ehre. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß mit euch gemacht.